Spiel als komplexes System, das ein Spiel geht nicht ohne System. Es kommen Leute, die sich das Spiel ausdenken, die halt die Regeln erschaffen. Und diese Regeln, diese einzelnen Bausteine, dieses Regelset ist ja schon das Gesamtsystem. Und das grafische System, was jetzt nochmal oben drauf kommt, was ja auch eigentlich mit dem Spiel, mit dem Game Design wachsen sollte während der Entstehung, ist gefolgt natürlich ähnlichen Regeln. Das heißt, wir haben bestimmte Strukturen, die wir analysieren müssen, wenn wir bestimmte Spielwelten bauen. Dort spielen wir auch nach Regeln. Und diese Regeln, die erstellen wir systematisch für uns, arbeiten nach diesen Regeln und versuchen dann später halt eine grafische Entsprechung für das Game Design zu liefern. Also das Game Design, wenn das festgelegt ist, dann haben die Game Designer und Autoren ja schon oft so eine Welt im Kopf. Und diese Welt versuchen wir Artists dann ja, deren Welt umzusetzen. Und wir wollen auch eine Welt, in die andere Leute gerne eintauchen. Und von daher, wenn ein Spiel schon sehr düster entworfen ist, eine Welt von den Game Designern sehr düster gestaltet ist, von den Autoren finster gedacht ist, dann hat das natürlich einen Einfluss auf den Artstyle von diesem Spiel. Wen will man ansprechen? Will man Kinder ansprechen? Muss man buntere Farben nehmen, ganz einfach gesagt? Oder will man jetzt wirklich erwachsene Hardcore-Gamer, dann muss das ganze Spiel ein bisschen erwachsener aussehen. Also da sind dann halt schon starke Synergien. Das eine beeinflusst immer das andere.